Der Deich schützt uns natürlich vor den Fluten, weil wir hinter dem Deich teilweise ja unter Meeresspiegelniveau leben. Und wenn dann noch die Sturmfluten dazu kommen, die dann vielleicht noch 5 Meter mehr Wasser bringen, und dann wären wir hier teilweise ja schon überflutet. Hey, moin. Ah, moin. Hallo. Hi. Schön, dich hier zu sehen mal wieder. Ich sehe hier das ein halbes Dorf mit einer Kirche in der Mitte. Kann es sein, dass hier auch etwas fehlt an Häusern? Stimmt, ja. Manchmal hat man die Kirche mitten vom Dorf gebaut. Ja. Dann hat man zuerst ein Warf gemacht. Du siehst auch, dass ihr liegt etwas höher als die Umgebung. Also brauche ich nicht anders wie bei uns auch. Ja. Zelland, Rhizom. Und dann macht man das Dorf darum. Also der Deich, der bringt Sicherheit, wie eine Mutter ihre Kinder umarmt. Ja, und das macht der Deich hier mit dem Dorf. Also, ja. Man hat hier immer gegen das Meer gekämpft. Und das musste man auch. Denn wenn man die Deiche nicht hätte, dann wäre die Hälfte von Friesland zum Beispiel unter Wasser stehen. Hey, hallo. Moin. Moin. Hey, ja? Hey, sagt ihr? Hallo. Hallo. Ja. So weiter denkst du überhaupt nicht über nach von, oh, wir Jungs, wir wohnen am Wattenmeer. Nee, ja, nicht bewusst von in den negativen Sinn von, oh, pass auf, nee. Nee, wir genießen, wenn es schönes Wetter ist und so. Wer jetzt hier als Fremder herkommt und dann auch das weiß, dass er eigentlich jeden Tag sozusagen im Dachgeschoss das Wasser stehen hätte zweimal, ich glaube, der hätte vielleicht ein Kribbeln. Dem wäre das nicht so geheuer. Ja, aber wir haben ja dieses Bollwerk gegen die Fluten, den Deich, den die Bewohner jetzt im Ort hier auch schützen. Früher waren sie auf einer Warft, auf einem Hügel vor dem Wasser, aber mit dem Meeresspiegelanstieg ist es immer höher gekommen. Wir haben ja hier auch den Deich asphaltiert, damit der Deich eben sicher ist und hält. Wir sprechen von einem Jahrhundertdeich, dass wir jetzt auch schon auf 8,50 Meter hochgehen und sagen, also da sind wir jetzt auch für das nächste Jahrhundert, wenn wir einmal den Deich gebaut haben, auch erstmal Sicherheit. Wir haben den Deich dazwischen gesetzt. Auf der einen Seite leben wir und auf der anderen Seite ist die wilde Natur mit den Gezeiten.